Herzlich willkommen bei 21 Bau-TV. Wir blicken auf den Kriegsberg. Von unten haben wir dieses Gebäude ja schon oft vor der Linse gehabt. Ich zeige euch aber gleich was ganz anderes. Ja, den ganzen Abend sitze ich vor OneDrive und warte auf die Bilder von Mario. Ja, ich bin bloß nicht so frech gewesen mit seinen letzten Fotos. Jetzt hat er mir heute nichts geschickt. Eieiei. Da dachte ich mir, gut, ihr habt heute einige Updates bekommen von mir, aber jetzt gibt es nochmal das hier. Danke für den Link an Alexander. Also ganz neu auf der Homepage. Könnt ihr auch selbst in Ruhe anschauen. Ich wollte es aber mal zeigen. Hier rechts gibt es die Navigation mit den verschiedenen Kamerablickwinkeln. Und hier links auch nochmal eine Übersicht. Also 360 Grad Fotos sind eingestellt und wir können die in aller Ruhe anschauen. Im Moment sind wir hier bei dem Blick und jetzt kann man hier klicken zum Beispiel und dann springt man nach unten in den Tunnel. Vorher aber möchte ich, das blenden wir aus, das auch euch den Rundumblick zeigen. Schön langsam. Also, ich sag euch, mir wird selber schlecht, wenn ich da zu schnell drin rum werkel. Moment, zurück. Das ist der rote Kran. Oder das hier? Nee, das ist es. Also, S-Bahn-Tunnelbau, Wolframstraße, das ist er. Das ist beim Gleis 1, also ein bisschen links davon. Man sieht ja auch hier den Verlauf. Das ist die Stadtbahnhaltestelle Budapester Platz und dann geht es hier hoch mit der U12. Und hier sehen wir die Baustelle. Unten die alte Bahndirektion. Hier ist ein Video eingebunden. Könnt ihr euch alles mal in Ruhe anschauen. Hier sehen wir noch das letzte Eckle, das noch fehlt an Betonschutzschicht. Und bei meinem letzten Video dort in der Jägerstraße, könnt ihr euch erinnern, da hatten wir so einen Ausschnitt, der geschlossen war. Das ist jetzt ein schönes Dokument hier, um das zu sehen. So, also, da darf es einem nicht schlecht werden, wenn man sowas macht. Oh je, das ist nichts für mich. Ich weiß gar nicht, wie ich meine Gleitschirmzeit geschafft habe. Okay, also ihr könnt dann auf so einen anderen Punkt klicken und dann springt es dorthin. Oder rechts und links das Navigationsmenü öffnen. Und ich habe selber noch nicht angeschaut. Deswegen springen wir doch einfach mal weiter. Sehr schön, S-Bahn. Heute erst noch von dem oder dem Fenster gefilmt. Die Armierung BA11, ein südlicher Teil, ist schon sehr viel weiter als auf dem Foto hier. Hier sieht man noch den Unterbeton grau durchschimmern. Und mittlerweile werden ja die Schalungsbrettle für die kleinen Stege installiert. Und ich hoffe, nächste Woche wird betoniert. Und das ist die Spannbetonbrücke Gleis 1. Und hier ist BA10. Und das ist das, was wir die ganze Zeit beobachtet haben. Aber natürlich kein Einblick. Jetzt sehen wir es mal von oben. Natürlich ein bisschen zeitversetzt. Das hier ist ein bisschen in der Vergangenheit. Das mache ich mal weg. Sehr schön, also oben stand Datum 3.3.2021. Das passt auch gut mit dem Lehrgerüst für K27 Kelchfuß. Ansonsten sind die beiden Bahnsteige ja hier schon viel weiter. Hier ist der Deckel auf den Kabelkanälen betoniert. Hier fehlen noch die Platten, die liegen hier bereit. Und das ist Gleis 4 und Gleis 5 ist verfüllt worden heute. Ja, wenn das verfüllt ist und vielleicht morgen die Betonschutzschicht reinkommt, auch hier die
Kabelkanaldeckel zugegossen werden, dann kann man bis hierher fahren und das gleiche Spielchen hier machen. Und Gleis 1 wird sich noch ein bisschen gedulden, schätze ich, denn man wird erst die Wand hochziehen. Da sind jetzt schon ja, die Hälfte an Schaltafeln drin. Also, auch hier hinten, wow, die Fertig-Weißbetonteile, jetzt sehe ich sie mal richtig. Ich habe ja heute das gefilmt. Martin, glaube ich, hat mich darauf hingewiesen, sonst hätte ich es nicht gemerkt. Sehr schön. Also das Video will ich jetzt mal nicht starten, sonst werden wir heute nicht mehr fertig. Armierung, Schwindgasse D2. Springen wir mal da nach unten. Sehr schön. Skerrel ist auch dabei. Ja, hier ist R5. Kaum zu erkennen. Und ich glaube, ich habe unten erzählt, das ist R5 und das ist K10. K11, jetzt muss ich überlegen, ja, K10 ist ja bei R5. Also ist das hier Randkelch K10. Ja, von unten kenne ich sie noch nicht mit dem Vornamen, da muss ich selber erstmal überlegen. Galeriefenster wunderbar zu sehen. Und die Farbe ändert sich natürlich noch durch Reaktion mit Sauerstoff. So wird es dann mal aussehen wie hier bei der Galeriestütze. R5 von unten mit Deckenplatte für die Lounge an der Stelle. Oft schauen wir hier raus und da sehen wir das Lehrgerüst für die Armierung Galeriestütze an dieser Stelle. Die eine Stütze von K21, die südlichere. Uiuiui, schön langsam. Aha, und hier der Blick mit geschlossener Schwindgasse. Das müsste dann K1 sein. Und K2 und D1 Schwindgasse. Nachdem sich bei geschlossenem Dach die Stützen ja gegenseitig stützen, können die weißen Hilfsstützen entfernt werden und hier sehen wir, die sind da schon weg. Bekommen wir den Eindruck, wie es dann mal aussieht. Wir hüpfen nach oben. So, also K19. K1, K2, K20 und hier wird ja gerade R10 gebaut, diesen Bereich hier. Geschlossene Schwindgasse D1 und hier D2, der erste Teil. Wie schon oft besprochen, der rechte Teil kann dann auch bald mal angegangen werden, aber der mittlere hier bleibt natürlich noch so lange der Kran gebraucht wird und der wird gebraucht, bis hier hinten alles fertig ist. Aha, hier sind die Flügelkletter gerade auf R4 unterwegs, dann wissen wir auch, wann das war.
Das Datum habe ich vergessen, aber in meinen Listen steht es ja drin. Ja, also was braucht sie hinten noch? B1 wird gerade gemacht, also die Brillenwandkelch. Dann B2 hier, Brillenwandkelch 2. Direkt an der Kante Südtunnel, Südkopf, Bahnsteighallenende. Und hier Kelchfuß von K7. Also da braucht es noch die Kelchblüte. Bin gespannt, wann es losgeht, denn hier die Hutze von K6 ist ja schon fertig mit der Bewehrung. Denn wir sehen schon die ersten Abstandhalter auf der Webcam. Vielleicht wird morgen begonnen mit der Außenschalung. Springen wir mal hier übers Planetarium. Eieiei. Schöner Blick auf die Stadtbahnhaltestelle Staatsgalerie und auf BA21 hier noch ein Teil vom Nesenbach zu sehen. Ja, also dieser Schacht mit Zugang zum alten Nesenbachkanal und dem Planetarium ist also schon länger vorhanden, wie wir sehen. War nun nicht sichtbar oder hat es keiner gesehen. Jedenfalls, ja, so lang ist es jetzt gar nicht her, es ist 3.3., heute ist 19. Jedenfalls ist die Baulogistikbrücke hier weg. Es ist alles vorbereitet mit einer Kiesschicht für das Großbohrgerät. Und vielleicht kriegen wir noch ein bisschen einen anderen Blickwinkel, um zu sehen, wie, ich gehe mal da hoch, wie der Verlauf ist. Das ist ein sehr schöner Blick, aber den will ich jetzt nicht. Wie der Verlauf ist von den Seitenwänden BA21. Denn hier sehen wir schon die Krümmung, die Verjüngung der Bahnsteighalle. Wird so schön geschlossen. B1 wunderbar zu sehen mit dem letzten Element, das noch nicht ganz dran war zu dem Zeitpunkt. Und hier diese untere Teil der Brillenwand mit Weißbeton-Fertigteilen. Wir konnten vom Steg das auch immer mal, also von hier, immer mal filmen. Ja, wo war ich? Wir waren bei der Verjüngung der Bahnsteighalle. Sieht man hier deutlich. Dann läuft es ja von den 8 Gleisen auf 4 Gleise im Portal. Hier hinten, Ende BA25. Also zwei zum Filter, ein Filtertunnel hoch zum Flughafen und Neubaustrecke und zwei nach links Ober-Untertürkheim. Also 4 Gleise da hinten, 8 hier, also es läuft alles schön zusammen. Man sieht es so richtig schön, wie das konisch und ah ja, hier noch der Bau der BA24 Brücke, der Hilfsbrücke in BA24. Also hier ist die Linie. Na, das könnte man sich denken. Und hier drüben. Also da bin ich mir nicht ganz sicher, wie der Verlauf ist. Na, das werden wir sehen, wenn das Bohrgerät die Seitenpfähle setzt. Es muss ja noch die ganze Fläche setzen. Unter jedem Bahnsteig und vielleicht auch jeder Zwischenwand werden Bohrpfähle gesetzt. Und heute war auch die Frage im Kommentar. Das ist ja viel tiefer und das ist ja kein Thema, man muss nur tief bohren. Dann den Bewährungskorb rein und dann auffüllen mit Beton nur bis zu der Höhe, die man dann später braucht. Und hier kann man auch sehr schön sehen, da wird ja gerade der neue Tunnel gebaut. Und
wenn die beiden Spuren, die vier Spuren hier drüben laufen, dann kann der Bereich abgebaut werden. Was gibt es hier zu sehen? Oha, direkt in den Filtertunnel. Mit Video. Wunderbar zusammengestellt. Südkopf-Brillenwand. Das ist nur der Klick dorthin, jawohl. Okay, ja, super. Sieht super aus. Wir sind also jetzt in BA19. Ich korrigiere mich. Ne, das stimmt, BA19. Unter uns dann der Düker mit BA20 und rausgeguckt haben wir in BA18. Ja, und hier. Hierhinter wird BA21 sein. Direkt über dem Turm. Nächste Woche wird der Stern abtransportiert und renoviert. Hier wird gerade groß renoviert und der große Scholl stand hier. Das Video von heute. Und da haben wir auch schöne Einblicke als der Deckenplatte der ersten Lounge. Dann hier die beiden mit K11. K13. Übersicht, die hatten wir glaube ich gerade schon. Ne, das war die andere da hinten. Ja, Leute, also der Link ist natürlich in der Videobeschreibung. Hoppla, das war jetzt keine Absicht. Gehen wir noch mal in die Bahnsteighalle. Waren wir auch schon. Hier noch Schalungen der Schwindgasse. Hier ein Restkelch, das müsste dann R2 sein. K1, R2, obla, nicht so schnell, das ist nichts. Tja, also, dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao! Na, ich bin doch noch da. Weil das ist ein Blick, den hat man doch noch nie gesehen. Also eine Etage tiefer im Bonatzbau. Dort werden wir in Zukunft durchlaufen und zu den Zügen gehen. Sehr schön. Also das ist diese Ebene und im Moment laufen wir auf der Ebene. Also, wenn Fragen sind, schneidet euch einfach einen Screenshot aus, klebt ihn auf unsere Fanpage rein und schreibt einen Kommentar dazu und dann können wir auch darüber diskutieren, wenn es da Unklarheiten gibt. Dankeschön an alle, die an dem Projekt beteiligt sind und auch diese schöne Visualisierung gemacht haben. Ich kann nicht aufhören.
Also hier toller Blick. Hier die Hilfsbrücke. Dann die Spuren hier rüber. Und dann dieser Bereich entfernen. Tunnel, Staatsgalerie, Hauptbahnhof. Also hier sehen wir den Anschluss. Da sind ja mittlerweile auf dem Abschnitt der Deckel drauf. Hier wird gerade noch gearbeitet. Hier ist die Neckar-Abschrägung, Nesenbachkanal. Die Schräge. Also Steigstrecke ist auf der anderen Seite. Gefällstrecke, ich habe es vergessen. Egal, hier ist dann der Anschluss an den Bestand hier hinten. Und hier ist vom Pferden- und Leitnersteg. Schauen wir ständig hier drauf. Ja, und dann zweigt es hier aus. Man sieht das Graue in der Fahrbahn. Von hier bis hier. Da war ja noch der alte Nesenbachkanal mit seinem Bogen. Auch der hat schon einen Bogen gekriegt, damals, als die Stadtbahn gebaut wurde. Denn hier gerade rüber ging es dann nicht mehr, denn die Stadtbahn kommt und will hier rein. Oder kam. So, also dann von hier bis hier ist gebaut. Und das bedeutet hier. Ja, wo sind wir denn? Eigentlich bis hierher ist gebaut. Das war der alte Tunnel. Das muss dann hier drunter sein. Der Bogen hier ist fertig. Und das Stück fehlt jetzt noch hierhin für die Richtung Hauptbahnhof zur Staatsgalerie Haltestelle und die umgekehrte Richtung ist dann von hier bis hier. So, jetzt ist aber gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.